Hi, ich bin Susanne. Seid ihr auch schon so im The Masked Singer Fieber wie ich? Um die Zeit bis zum nächsten Abend zu verkürzen, zeige ich euch, wie ihr ganz einfach eure Lieblingsmasken von The Masked Singer nachbacken könnt. Heute mache ich glasierte Fledermaus-Donuts. Wir starten mit dem Teig und brauchen folgende Zutaten dafür. Mehl, Butter, Milch, Wasser, 2 Eier, Vanillezucker, weißer Zucker, Zitronenaroma, Salz, Hefe. Und zum Dekorieren brauchen wir Puderzucker, Kaubonbons, Zuckeraugen, pinke Streusel, Lebensmittelfarbe, blanchierte Mandeln, Wasser. Für den Teig brauchen wir zuerst einmal Hefe und Wasser. Die Hefe gebt ihr in eine kleine Schüssel und verrührt sie mit einem Esslöffel lauwarmem Wasser. Das gibt den sogenannten Vorteig, damit die Hefe schon mal anfängt zu arbeiten, damit die Donuts im Endeffekt dann schön aufgehen. Wenn die Hefe und das Wasser aufgelöst sind, stellen wir das Ganze erstmal beiseite. Jetzt geben wir alle anderen Zutaten in unsere Rührschüssel und zum Schluss kommt die Hefe und das Wasser wieder hinzu. Zuerst haben wir Butter, geben dann Milch dazu, eine Prise Salz, eine Prise Zitronenaroma, Zucker, 1 Ei. Das 2. Ei trennen wir und geben dann nur das Eigelb zum Teig. Und dann geben wir ungefähr die Hälfte des Mehls dazu. Und jetzt kommt unsere Hefe-Wassergemisch einfach oben drauf. Und jetzt kneten wir den Teig. Wenn sich der Teig jetzt schon ein bisschen vermischt hat, gebe ich einfach das restliche Mehl noch mit dazu. Je nach Größe eures Eis braucht ihr vielleicht nicht das ganze Mehl, deswegen müsst ihr hier ein bisschen gucken, dass der Teig nicht zu trocken wird. Am Ende kneten wir den Teig einfach noch ganz von Hand zusammen. Dann formt ihr eine Teigkugel und der Hefeteig muss jetzt erstmal eine Stunde ruhen. Dafür geben wir ihn in eine Schüssel und decken das Ganze mit einem Küchentuch ab. So, unser Teig ist jetzt aufgegangen. Und als nächstes rollen wir die Donuts aus. Macht immer ordentlich Mehl auf eure Arbeitsfläche, damit der Teig nicht anklebt. Den Teig rollt ihr ungefähr 1 cm dick aus. Und dann können wir die Donuts ausstechen. Nachdem ihr eure Donuts ausgestochen habt, nehmen wir jeden Teigkringel und legen sie auf die vorbereiteten Backpapier-Rechtecke. Dann lassen wir sie auf dem Backblech nochmal 30 Minuten gehen, bevor sie dann frittiert werden. So, unsere Donuts sind jetzt nochmal aufgegangen. Man sieht es ja auch schön. Und jetzt können wir sie direkt frittieren. Für das Frittieren der Donuts habe ich schon mein Frittierfett vorbereitet und das erhitzen wir jetzt auf 170 Grad. Dann nehmen wir jeden einzelnen Donut mit den Backpapierstücken und legen sie ins heiße Fett. Jeden Donut frittiert ihr dann pro Seite für 2 bis 3 Minuten. Dabei könnt ihr das Backpapier direkt wieder rausziehen, so verbrennt ihr euch die Finger nicht. Wenn die Donuts die richtige Farbe haben, einfach mit einer Schaumkelle aus dem Fett nehmen, bisschen abtropfen lassen und dann nochmal auf Küchenpapier legen. Meine Donuts sind jetzt fertig und müssen erstmal abkühlen. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Ihr könnt natürlich auch fertig gekaufte Donuts nehmen und die direkt dekorieren. Das heißt, ihr spart euch den Hefeteig und auch das Ausbacken der Donuts. Solange meine Donuts abkühlen, werde ich jetzt diese hier nehmen und euch die Dekoration zeigen. Dafür habe ich verschiedene Zutaten. Für die Puderzuckerglasur braucht ihr Puderzucker und Wasser. Zuerst mischt ihr den Puderzucker sukzessive mit Wasser und zum Schluss geben wir dann die Lebensmittelfarbe dazu. Die Glasur sollte dabei relativ fest sein, damit sie nicht von den Donuts herunterfließt. Dann habe ich hier noch pinke Kaubonbons. Daraus schneidet man kleine Fledermausflügel, die wir dann rechts und links in die Donuts stecken können. Dazu habe ich hier blanchierte Mandeln. Die Mandeln schneidet ihr einfach zu so kleinen Ecken und daraus werden dann unsere Fledermauszähne. Das Wichtigste, ihr braucht natürlich ein paar Zuckeraugen für die Fledermaus. Die bekommt ihr fix fertig im Supermarkt und könnt sie einfach direkt so kaufen. Die fertige Glasur
nehmen wir jetzt, um die Donuts zu überziehen. Dazu nehmt ihr einen Donut und taucht ihn kopfüber in die Glasur. Dann kurz abtropfen lassen und auf ein kleines Backgitter zum Trocknen legen. Ihr könnt jetzt auch direkt schon die Dekoration anbringen. Ich starte hierfür mit meinen Zuckeraugen. Dann nehme ich meine vorbereiteten Flügel. Dann habe ich meine Mandeln. Und zum Schluss dekoriere ich alles noch mit rosarotem Glitzer. Fertig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken.